Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Mit dem Wochenspruch aus dem Matthäusevangelium begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser Online-Andacht. Der heutige Sonntag hat den Namen Judika, das heißt, Gott schaffe mir Recht. Es ist der vorletzte Sonntag in der Passionszeit, in der wir den Leidensweg von Jesus bedenken. Thematisch geht es um Gottes Gerechtigkeit, die so ganz anders ist als die der Menschen. Wir hören das Evangelium für den Sonntag Judika aus dem Markus-Evangelium im 10. Kapitel. Da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu Jesus hin und sagten zu ihm: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was möchtet ihr denn? Fragte sie Jesus. Was soll ich für euch tun? Sie sagten: Wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft angetreten hast. Jesus sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Das können wir, sagten sie. Jesus erwiderte: Ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich und mit der Taufe getauft werden, die mir bevorsteht. Aber ich kann nicht darüber verfügen, wer rechts und links neben mir sitzen wird. Auf diesen Plätzen werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle 12 zu sich her und sagte: Ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Thank you.
Monopoly. Das habe ich als Jugendlicher mit großer Begeisterung gespielt. Mit meinen Freunden ging es da hoch her. Wir hatten viel Spaß. Aber es wurde auch manchmal mit harten Bandagen gekämpft. Jeder wollte natürlich gewinnen. Wenn man durch erst etwas Glück erstmal in Besitz der Schlossallee und der Parkstraße, einem oder zwei Bahnhöfen oder dem Elektrizitätswerk war, dann konnte man Gebühren und Mieten einstreichen und immer mehr Besitz erwerben. Damit waren die Mitspieler letztendlich in die Knie zu zwingen. Gut fühlte ich mich bei dem Spiel nur, wenn es mir gelang, die anderen zu besiegen. Und natürlich ging es den Mitspielern ebenso. Nur der, der Besitz und damit Macht hatte, fühlte sich gut und stand gut da. Keiner wollte Verlierer sein. Da kam bei mir schon immer das angenehme Kribbeln der Macht auf. Die Erfinder des Spiels wollten eigentlich die Gefahren des monopolistischen Landbesitzes aufzeigen. Über andere bestimmen zu können, das sorgt für ein Gefühl der Überlegenheit und der Stärke. Ich glaube, jede und jeder kennt dieses Gefühl, das bei den Menschen in unterschiedlicher Intensität ausgeprägt ist. Einfach mal der Chef sein, der Bestimmer oder der Ansager. Im Kleinen geht es da um Macht über Kinder, über Angehörige, über Kollegen, Macht über Tiere. Im Großen um Macht in der Firma, Macht in der Kirche, Macht in der Politik. Es ist ein Phänomen, das Frauen und Männern gleich eigen ist. Aber in der großen Weltpolitik dominieren bei Machtansprüchen zurzeit eher die Männer. Stichwort Putin und seine Machtansprüche gegenüber der Ukraine und in der Welt. Es ist auch kein neues Phänomen, denn schon Jesus und seine Jünger schlagen sich damit herum, wie wir im Predigtext aus dem Markus-Evangelium gehört haben. Auch da menschelt es gewaltig. Im Abschnitt, der dem heutigen Predigtext vorausgeht, versucht Jesus seine Jünger auf seinen Leidensweg vorzubereiten, den er gehen wird. Jesus spricht vom Leiden. Seine Jünger sprechen vom Herrschen. Jesus reagiert erstaunlich auf die anmaßende Bitte seiner Jünger. Er bleibt völlig in der Liebe. Auch bei dieser törichten Frage von Jakobus und Johannes wird er nicht ärgerlich. Er erklärt den beiden, dass sein Weg und letztlich auch ihr Weg anders ist als der der Mächtigen in dieser Welt. Der Weg Jesu ist nicht der Weg des allmächtigen Herrschers, sondern der Weg der Bereitschaft zum Dienst und zur Hingabe. Das lebt der Meister seinen Schülern in überzeugender Weise vor. Er ist bereit, für seine Vision des Reiches Gottes, in der Gerechtigkeit und Liebe herrschen, sein Leben hinzugeben. Jesu Appell an seine Jünger ist erstaunlich. Er spricht nicht im Imperativ, so soll es bei euch nicht sein. Jesus spricht in der Wirklichkeitsform. Er sagt zu seinen Jüngern, so ist es unter euch nicht. Jesus geht davon aus, dass die, die ihm nachfolgen, auf Machtansprüche verzichten, um der Liebe willen. Die, die Jesus nachfolgen, haben ihre Würde und Größe darin, dass sie bereit sind, für andere da zu sein, andere zu dienen,
und sich um der Liebe willen selbst hinzugeben. Jesus stellt mit seinem Leben und seiner Bereitschaft zum Leiden die Logik der Macht auf den Kopf. Jesus setzt nicht auf die Größe durch Macht und Besitz. Jesus setzt voll und ganz auf die Macht der Liebe. Macht mit diesem Anspruch Monopoly noch Spaß? Ja. Ich habe mich immer gefreut, wenn jemand im Spiel großzügig war und mir einen Kredit gegeben hat, wenn ich in der Klemme war. Und im wirklichen Leben, glaube ich, gibt es nichts, das glücklicher macht, als das Wissen, jemandem echt geholfen zu haben, sich für eine gute Sache einzusetzen, zu wissen, ich habe mit meinem Einsatz etwas Positives bewegt, sich selbst hinten anzustellen, um jemanden eine echte Freude zu machen. Stellen wir also, wie Jesus immer wieder, die Machtfrage anders herum. Seien wir groß, indem wir klein sind. Verhelfen wir der Macht der Liebe zu Größe. Amen. Und der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, wird euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Amen.